Ja, alarmiert wurden wir hier zu einem B-Wald, zu einem Waldbrand, Ortsverbindung Wittstock-Vredenhagen in Richtung Segelflugplatz Berlinchen. Ja, was haben Sie vorgefunden? Wie gestaltet sich die Lage? Meterhohe Flammen? Ja, richtig. Also vorgefunden, als ich hier in den Wald gefahren bin, den Hauptweg entlang, war erst nur weit und breit eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Die Rauchsäule an sich war schon aus Wittstock zu erkennen. Also hieß es hier für uns, für die Feuerwehr, dass sich hier dementsprechend das Feuer sich so dementsprechend ausgebreitet hat. Daraufhin, wie gesagt, habe ich gleich weitere Feuerwehrkräfte nachalarmieren lassen. Unterstützt werden wir hier natürlich auch von den Kameraden aus Mecklenburg, die Feuerwehr in der Zepto und die Feuerwehr in der Bremenhagen. Problem für uns ist hier, wir haben hier nur einen Hauptzufahrtsweg. Das Feuer befindet sich ungefähr 300 Meter weg von diesem Weg. War für uns natürlich die Schwierigkeit oder ist jetzt immer noch die Schwierigkeit, dass sich das Feuer noch etwas ausbreitet, weil im Prinzip das Unterholz dort sehr dicht ist. Wir mussten hier mit B-Schläuchen, ich sag mal, ca. 300-400 Meter quer durch den Wald und haben natürlich mit mehreren C-Rohren vorne versucht, erstmal die Brandbekämpfung aufzunehmen. Und nachdem weitere Kräfte hier vor Ort waren, haben wir diese natürlich mit Schippe und Spaten erstmal in den Wald geschickt zur Brandbekämpfung.